und sehen, wie die Abgase in die Luft gejagt werden. In unserer neuen Stadt über der Eichel. Oh, und die ersten Waren werden bereits exportiert. Oh, und der erste Verkehr kommt auch schon. Wo arbeiten die wohl aktuell noch? Ja gut, eigentlich da drüben bereits, aber... Oder ziehen die jetzt erst alle ein? Ja, eigentlich ziehen die jetzt erst alle ein, ne? Muss ja fast schon. Hier noch ein bisschen mehr Bevölkerung, bitte. Ich erwarte mehr Leute. Mehr! Oh, da hinten ist eine coole Brücke. Autobahnbrücke. Ich. Kleiner Weiler. Ich kann jetzt Steuern erheben, Darlehen aufnehmen, Müll. Oh, darum will ich mich eigentlich nicht kümmern. Kann ich das nicht irgendwie an externen abgeben? Oh, aber ich kann bereits Recyclingzentren bauen. Oh, Leute. Freie Schule? Eine kleine und sichere freie Schule. Hier werden Kinder unterrichtet und zu gebildeten Erwachsenen eine Alternative zur Grundschule. Ich glaube, die ist ein bisschen kleiner. Arztpraxen und sonst erstmal nichts. Ist ja auch ganz gut. Man kümmert sich schon früh genug noch um alles, ne? So, also, jetzt haben wir 15.000. Ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal Unterhalt 240, 160. Das kostet schon mal mehr. Es kostet auch doppelt so viel in der Anschaffung. Müllwegen sind... Hier haben wir allein schon mal den Vorteil, dass es pro Woche ist. Ich muss das Ding nicht entleeren. Also das hätte schon mal einen riesigen Vorteil. Möchte ich mal kurz anmerken. Dementsprechend klatsche ich einfach gleich schon mal ein Recyclingzentrum rein. Wir gönnen uns gleich mal den richtig großen Luxus. Abgesehen davon möchte ich eigentlich das noch möglichst schnell irgendwie... Wir müssen noch ein paar mehr Straßen ziehen, glaube ich. Dafür machen wir am besten mal so. Perfekt. Das heißt, wir lassen mal hier das komplette Gewerbegebiet und ziehen hier jetzt noch ein paar hübsche neue Häuser rein. Wir müssen schnell und viel wachsen. Nummer 1. Nummer 2. Auch hier würde ich noch auf mehr... Mist, jetzt ist natürlich bereits... Jetzt müsste ich da bereits schon ein Unternehmen abreißen. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Dann würde ich sagen... Wieso ist das jetzt so? Ich möchte dies nicht. Mach ich so. Ich gehe da jetzt mal volles Risiko. Das passt schon so. Ah! Was soll jetzt das? Stopp! So soll das nicht sein. In der Nacht bauen ist vielleicht auch nicht unbedingt immer mega geil, aber ist halt jetzt so. So, und jetzt einmal hier komplett eine Parallelstraße hinterziehen. Und hier auch wieder hoch. Perfekt. Irgendwann baue ich da vielleicht dann noch die Straße ein bisschen weiter. Mal gucken. So, jetzt habe ich 640. Wir kümmern uns vielleicht mal um die Steuern und sagen... Erstmal alle auf 10%. 9 ist so eine komische Zahl. Erstmal 10. Damit ist schön rund, damit kann man leben. Jetzt nochmal hier ein bisschen schneller durch die Nacht durch. Dann sieht man auch vielleicht ein bisschen mehr. Ich glaube, ich habe die Katastrophen nicht ausgestellt. Oh, das könnte dann ein ganz ein interessantes Gameplay. Zufällige Katastrophen benutzen. Okay, gut. Habe ich ausgestellt. Das ist übrigens eine Sache, wir werden vielleicht ganz am Ende... Oder wenn die Stadt mal einigermaßen läuft, können wir dann gerne das machen. Aber anfangs habe ich keinen Bock darauf, dass zum Beispiel zum jetzigen Zeitpunkt schlagartig mal jemand herkommen würde und sagen, hey, guck mal, du hast da eine schöne Stadt gebaut. Wie wär's mit einem Erdbeben? Da habe ich mich glatt verschluckt schon dabei bei dem Spruch. Dementsprechend, da habe ich nicht unbedingt so viel Lust drauf. Wenn wir mal ein bisschen... in die Richtung bereits was gemacht haben, dann gerne.
können wir gerne miteinander reden, aber ansonsten erst später. Oh, noch so viel entspannen. Jetzt ist die Musik, wenn sie mal da ist, meiner Meinung nach ein bisschen zu laut. Es ist, kannst du dich mal auf irgendwas einigen? Wups und weg. Wie? Kein Wasser. Oh. Nerv nicht rum. Mach lieber Wasser. So, auf geht's. Klatscht hier alles zu. Baut, ganz wichtig. Ich könnte hier theoretisch sogar eine Ampel bereits hinmachen, aber ich glaube, es lohnt sich noch nicht. Später vielleicht dann irgendwann, weil es wird schon eine recht viel befahrene Straße sein. Gehe ich mal von aus. Bisschen später könnte ich ja dann sogar auf eine zweispurige setzen, ne? Die ist dann hier. Oh, aber erst mit 5000 Einwohnern kann ich die machen. Da brauchen wir noch ein bisschen. Wir sind ein würdiges Dorf und können jetzt eine selbstversorgende Gebäude. Oh, das ist eine neue Wohnspiel. Okay. Die selbstversorgenden Bürogebäude recyceln ihren Abfall und produzieren Energie über Solarzellen und auf anderen Wegen. Verbraucht 30% weniger Elektrizität, produziert 30% weniger Müll, erzeugt 30% weniger Steuereinnahmen. Natürlich, irgendein Haken muss das ja haben. Feuerwehrwache, Polizei, oh Gott, okay. Wir können noch ein zweites Darlehen machen und wir können auch bereits neue Gebiete freischalten. So, ich glaube, wir nutzen tatsächlich mal die Macht des Darlehens, weil wir haben jetzt doch schon einiges, was wir jetzt mal aufbringen müssen. Hier, ich würde gerne ein kleines Darlehen aufnehmen. Und jetzt dann eine freie Schule bauen. Ist, finde ich, platztechnisch deutlich besser, oder? Die ist breiter. Die ist größer. Die freie Schule ist größer. Ich hoffe, da passen auch mehr rein. 250. 300. Da passen sogar weniger rein. Warum genau habe ich die jetzt nochmal gebaut? Hilfe! So, hier passt noch genau eine Polizei hin. Eine Feuerwehr können wir hier hin klatschen. Am besten hier. Und dann haben wir nicht genügend Geld für eine Arztpraxis. Aber gleich. So, jetzt mal ein bisschen mehr Tempo an den Start legen hier. Bitte, danke. Der Bedarf nach Wohnungen wird schon wieder größer. Die Leute schreien danach. Die Stadt will wachsen. Und ich lasse es nicht zu. Aber aktuell, Grundschüler in der Stadt haben wir noch genügend. Passt eigentlich deswegen ganz gut. Die wöchentlichen Einnahmen sind gesunken. Ja, oh Gott. Hilfe! Was soll jetzt das? Ist so viel Industrie hergekommen. Brauchen wir jetzt schon wieder eine neue Straße hier? Haben wir da überhaupt Wasser? Zumindest auf der einen Straßenseite. Dann machen wir es auf der einen. So. Wow. Okay, die Grundstücke waren aber schnell weg. Heilige Scheiße. Das ging schnell. Nun ja. Arztpraxen kommen gleich, meine Damen und Herren. Kommen gleich. Wir ziehen hier auch noch ein bisschen länger. Und... ja, am besten so komplett parallel einfach. Aber ist es tatsächlich so klug, die Arztpraxis dann da hinten? Nein, ist es nicht. Man können sie sogar da vorne hin. Ah, das ist gut. Das ist sehr gut. Wir haben 5 kranke Bürger. Das ist aber wiederum nicht gut. Aber hey. Wir haben gleich mal...
Wir haben gleich mal eine richtig fancy School. Ja, wir sind ja auch über der Eichel. Läuft bei uns halt. Unser Motto, Luxus ist die Gönnung. Ich verlange selbst designbare Schilder, bitte. Ich verlange sie einfach. Dass ich hier irgendwo hinstellen könnte, willkommen in über der Eichel. Luxus ist unsere Gönnung. Hallo, Leute. Wöchentliche Einnahmen sinken. Was da los? Los, dann ziehen halt noch mehr her. Auf geht's, los geht's. Mehr Leute gleich... Habt ihr jetzt da ernsthaft so ein kleines... Habt ihr ernsthaft ein 2-Block-Grundstück übrig gelassen? Ah, okay. Dachte gerade schon. Das wär's jetzt gewesen. So, ich hoffe, ich nehme auch mal auf und alles. Ja, ich nehme auf. Ich nehme auf. Perfekt. Ich kann ja sogar aus dem Spiel einfach raustappen. Boah, purer Luxus. Oh, und wir haben 10.000. Easy. Erstmal Arztpraxis bauen. Sehr schön. Aber auch die müssen wir jetzt erstmal irgendwie mit Unterhalt versorgen. Und ich glaube, was auch extrem frisst, ist ein gewisses Darlehen, welches wir aufgenommen haben. Wir sind 71 im Plus. Hilfe! Ich mache gerade nicht so cooles Zeug. Vielleicht wäre gleich die Möglichkeit eines Viertels hier gegeben. Das können wir dann hier rüber verbinden. Oh, Leute, das war jetzt einfach nur in der Nacht. Jetzt am Tag geht's ab hier. Junge, Junge, Junge. So, dann bitte einmal hier drüber. Schönen Dank. Und runter. Nicht genug Geld. Geh weg. Geh weg mit der Aussage. Nicht genug Geld. Sehr gut. So, und jetzt einmal bitte hier. Und einmal bitte da. Sehr schön. Hübsche Brücke. 40 Tonner werden hier hängen bleiben. Das schwöre ich jetzt schon. So, hier lasse ich aber die Ampel. Die ist vielleicht wirklich ganz gut. Dann einmal hier so ein... Ah, nicht genug Geld. Meine Mutter hat nicht genug Geld hier. Okay, die solchen Aussagen sind unnötig und lächerlich. Schon verstanden. Moment. Was ist das? Wassertankverbrauch. Ah, klar, im Fall von Katastrophen. Wir können ja Wassertanks bauen. Leute, bitte mehr Geld. So, einmal hier rein. Einmal hier raus. Und einmal da raus. So, sehr gut. Dann würde ich gerne einmal hier nochmal Gewerbe bauen. Hier und da. Und der Rest wird hübsch Einwohner. So, und das können wir noch so ausfüllen. Ich hoffe mal, ihr liebt eure neue Umgebung. Ist nicht ganz so geil wie da drüben, aber hey, wer will sich beschweren? Gehen wir noch dahinter? Ist da jetzt irgendwo eine kleine Lücke? Nein. Okay. Gerade perfekt ausgefüllt. Ja! Wir sind eine winzige Kleinstadt. Und das innerhalb von einer halben Stunde. Fußballjugend, Schule ist aus, Parks und Erholung, hübsche neue Richtlinien, die wir alle noch nicht machen können. Wir werden ganz sicher noch keine Kanäle bauen. Oh, dafür können wir jetzt Pflasterwege und Fahrradwege und alles machen. Was haben wir sonst noch so? Oh, Dutzende Parks. Frischwasseraustritt, das ist eine, das ist eine neue Sache, tatsächlich. Also wir können damit sogar tatsächlich Seen kontrolliert erstellen, indem wir mit dem Land, indem wir mit dem Landbautool zum Beispiel eine hübsche Kuhle machen.
das Ding dann dahin bauen und sobald wir mehr produzieren, als wir verbrauchen an Frischwasser, wird das da abgelassen. Also im aktuellen Fall zum Beispiel. Und dann erzeugen wir dadurch eine Art See. Richtig schön. Institut für bildende Künste haben wir jetzt auch schon. Anstatt der Oberschule, oder? Eine angesehene Schule für die bildenden Künste für gebildete Teenager. Eine Alternative zur Hochschule. Ja, als ob wir uns eine Hochschule bereits leisten können. Pustekuchen.